Hallo, ihr Lieben. Heute wird es nochmal einen Blick in die Kristallkugel geben. Es ist was wie im Taubenschlag. Ich habe eine Bitte in eigener Sache. Ihr dürft mir wirklich gerne euer Herz ausschütten, aber ich bin jetzt nicht diejenige, die die ganzen Bad Vibes abbekommen muss. Es ist nicht so, dass ihr das möchtet. Aber ich habe halt irgendwie relativ feine Ohren und ich merke am Klang der Stimme, wie die Stimmung auf der anderen Seite ist. Und ich kann da zwar, ne, sagen, ich höre es mir einfach nur an, aber es ist echt anstrengend. Ich weiß, dass es vielen von euch gerade nicht so gut geht und ich weiß auch, wie sich das anfühlt. Aber es ist, denke ich, jeder in der Lage oder fast jeder in der Lage, die Energien ein Stück weit hochzuschrauben, bevor jemand anders die dann wieder abbekommt, der da ja eigentlich gar nichts zu kann. Wie gesagt, ich kann gerne erklären und ich kann auch gerne mit was auch immer zur Seite stehen, mit meinem Wissen, mit dem, was ich an Erfahrung habe. Aber bitte, 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 ihr seid doch mein Kollektiv, ihr könnt es alle besser, ne? Ein bisschen die Vibes nach oben. Und wir gucken jetzt mal, was das Onkel Ottoschen heute so zu erzählen hat. Weil aus diesem Gedankensumpf da kannst du dich letztendlich sowieso nur selber hochziehen. Es ist egal, ob ich da was zu sage oder nicht. Oh. Da hätte ich gern noch eine. Das ist mir schon fast zu einfach hier. Was beschreibt ihn? Dankeschön. Dann mache ich mal das Licht aus, dann kann ich besser gucken. Hoppla. Sehr duster hier, ne? Tüdelt. Ja, ich brauche mittlerweile schon mal ein bisschen länger, wo ich so früher zack, zack unterwegs war. Es ist gemütlicher, das was langsamer anzugehen. Und gucken wir mal. Ich brauche einen kurzen Moment, bitte. Meine Schöne. Ich bin gerade hin und her gerissen. Es hat sich ja so viel verändert in meinem Leben. Viele Dinge sind jetzt wirklich neu für mich. Ich habe keine Routine mehr in meinem Alltag. Es bieten sich so viele Chancen gerade. Es kommen so viele Dinge in mein Leben, von denen ich immer geträumt habe. Aber nie wirklich gedacht, dass ich sie erreichen kann. Ich habe mir einen Traum erfüllt. Und jetzt sitze ich hier mit meinem Traum und stelle fest, ich habe mein Ziel erreicht und du gehst immer weiter rückwärts. Du bist noch da, du bist noch freundlich. Du sagst mir hin und hier hin und wieder, was du denkst. Aber du bist nicht mehr so wie früher. Warum? Ich vermisse deine strahlende Art. Ich vermisse. Oh Gott. Ich vermisse es, dich zu sehen. Ich vermisse eigentlich alles. Ich sitze hier und eigentlich hat sich. Alles zum Guten gekehrt.
aber meine Seele, du fehlst mir einfach. Ich schaue, was du machst in den sozialen Plattformen. Ich schaue, was du tust. Du siehst immer noch glücklich aus. Du brauchst, ich glaube, du brauchst mich nicht. Sorry. Du hast mir gezeigt, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Ich weiß, was ich tun muss. Gib mir noch ein paar Tage Zeit. Ich weiß, was ich zu tun habe. Leute, ich hör auf, jetzt reicht. Das ist nicht meine Energie. Puh. So, und tschüss, Onkel Otto. Oh. Ja, unverhofft kommt oft. Sorry. Das ist vielleicht der ganze Krempel, von dem ich eben geredet habe. So, jetzt ist wieder gut. Ich kann mich mittlerweile vor den meisten Vibes wirklich verschließen, aber es gibt so ein paar Menschen, da fällt mir das einfach schwer. So Menschen, mit denen ich wirklich enger auf Seelenebene verbunden bin, ja, habe ich keinen Bock drauf. Also das darf ich noch lernen. Das ist ja gerade sein Kaffee und nicht meiner. Oh, Kaffee ist eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, machen wir jetzt einen Kaffee. Ich habe nämlich noch keinen getrunken. Detox, ihr wisst ja, aber ich nehme das nicht so eng. Brennnesseltee ist schon intus. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Das war jetzt eine kurze Session. Ich weiß immer, wie gesagt, nicht, was mich da anfliegt. Und wenn das so ist, da, nee, kann ich mal kurz mitlaufen, aber dann ist auch wieder gut gewesen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass viele von euch das ähnlich handhaben, weil ich habe echt starke Schnuckis hier um mich im Kollektiv. Alle können es echt gut, sich da wieder aus dem Sumpf rauszuholen. Und es wäre nett. Also wie gesagt, ich verurteile das nicht, aber es war die letzten Tage wirklich. Ich verstehe auch, wenn man da sein Leid hat. Und erzählen kann man mir alles, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand ziemlich gut auf die Stimme achten kann. Hallo Zapunzel. Oder hallo Zapunzel, ich muss dir mal was erzählen. Ist gerade echt schwer für mich. Das ist ein Unterschied. Aber es waren gestern so viele. Hallo Zapunzel. Ach ja, das ist dann schwer für mich. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Lasst es euch gut gehen. Bis morgen.